Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einer weiteren Episode hier im Projekt Aua. Wir sind mal wieder in Crown Falls. Es schneit mal wieder und wir haben ein bisschen Einfluss auf der hohen Kante. Das heißt, den werden wir natürlich hier auch gleich einsetzen und damit auch unsere Flotte hier ein wenig vergrößern. Das ist auf jeden Fall hier der Plan. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass die Upgrade-Party hier weiterläuft und wir auch schauen, dass wir weitere Inseln hier einnehmen, sodass der Druck quasi einfach bestehend bleibt bzw. auch beständig ist, damit sich eben hier auch niemand erholen kann. Ja, ich meine dich, Lady Margaret Hunt, genau dich meine ich. Hier wird dir einfach überhaupt keine Pause gegönnt, pardon. Und wir werden natürlich hier auch schauen, dass wir ein bisschen Flottenverlegung hier in die Gänge bringen. Wir haben jetzt hier noch zwei Linienschiffe, die unterwegs sind. Wir haben noch eins auf einer Route und der Rest wird jetzt langsam verlagert. Und zwar in das Kap, wo wir dann eben hoffentlich mit überlegener Feuerkraft ein bisschen Action machen können. Wir haben jetzt hier auch noch eine Situation, die ich so auch nicht unbedingt stehen lassen will. Und zwar haben wir jetzt hier das Problem, dass die Baustoffe die ganze Zeit überlaufen. Also machen wir jetzt hier mal eine Route rein und schöpfen diese quasi ein bisschen ab. Bis auf Holz, das wird ja schon vor Ort produziert, aber Stahlträger, Fenster und vor allem auch Zement wird jetzt hier einfach mal rüber geschippert, Stück für Stück, so dass ich damit eben auch in der anderen Insel hier mir einen Vorrat aufbauen kann. Dann machen wir hier noch ein Limit rein, damit hier auch immer noch genug Baustoffe da bleiben, damit wir auch auf der Insel selbst noch ein bisschen was bauen können. Und dann schauen wir mal, was hier fehlt. Hier sind es vor allem Felle, okay. Ja, müssen wir mal gucken. Und hier brauche ich noch, warte mal, Arbeitskleidung habe ich. Das heißt, eigentlich kann ich doch jetzt hier Upgrade Party machen. Dann machen wir hier Upgrade Party. Dann brauchen wir hier noch eine Polizeiwache. Und übrigens der Grund, warum ich diese ganzen zerstörten Gebäude hier nicht abreiße, das sind fertige Investoren und Ingenieurshäuser. Die muss ich eigentlich nur noch wieder aufbauen und damit kann ich dann auch hier die Quest abschließen. Die 500 Ingenieure, das sollte ja eigentlich relativ schnell gehen. Ich will eben davor aber noch ein bisschen hier Aufbau betreiben und deswegen lasse ich die hier einfach noch ein bisschen stehen. Dann machen wir hier noch die Straßen schick. Und sobald wir hier die erste Lieferung haben, kann ich hier auch direkt noch ein Krankenhaus reinbauen, damit mir hier auch niemand krank wird und das Ganze hier eigentlich auch von der Infrastruktur auf stabilen Beinen steht. Dann machen wir hier noch eine Schule mit rein. Und dann sollte das eigentlich hier soweit passen. Dann machen wir da noch zwei Häuser. Und dann hier noch ein bisschen Upgrade Party. So rum. Und jetzt kann ich eben auch hier schauen. Erstens, dass ich natürlich die Zufriedenheit hochhalte. Zum anderen aber auch, dass ich hier dann direkt die Produktion mit hochziehe. Dann würde ich sagen, mache ich mal hier noch das Ganze weg. Machen das Ganze hier noch schick, dann hier noch eine Kirche rein, damit sich das Ganze gut verteilt und dann mache ich hier halt einfach auch noch ein bisschen Infrastruktur. Das hier machen wir mal weg und dann mache ich hier stattdessen nochmal ein bisschen Wurst. Das kann man ja tatsächlich auf jeder Insel einfach aufbauen und dann machen wir hier noch eine Metzgerei hinein und es wird ein Schiff angegriffen, okay. Oh, das ist kein guter Fight hier. Das ist ja gar kein guter Fight. Also dieses eine Kriegsschiff macht mächtig Ärger. Dieses eine Kriegsschiff kann halt auch mir komplett Ärger machen. Deswegen schauen wir mal. Ich muss irgendwie gucken, dass ich das kontern kann. Ich glaube vor allem auch dadurch, dass er dann vielleicht auch bald nochmal mehr Kriegsschiffe auf einmal herbekommt, dass das dann ein bisschen problematisch werden könnte. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Dann muss ich auf jeden Fall aufpassen. Was haben wir hier? Fotografieaufgabe, die nehme ich natürlich mit. Sehr einfache Quest. Vielleicht kriegen wir ein gutes Item und wenn nicht, dann halt nicht. Schauen wir mal. Und hier brauche ich noch einen Zoo. Wo ist denn der? Der ist hier unten. Und wir bekommen der Kapitalist. Okay, nee, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und dann machen wir mal hier noch ein bisschen aufgebaut. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Upgrade Party in Anno 1800, das wird einfach nie alt. Das wird einfach nie alt. Immer wieder ein Genuss. Und dann machen wir hier die Schiene noch ein bisschen weg.
Dann kann ich nämlich hier noch ein Haus reinzwängen. Da noch eine Straßenanbindung. Und da muss ich noch ein beliebiges Tier ausstellen. Ich glaube, das kann ich im Moment noch gar nicht. Ich glaube, ich habe noch kein Tier am Start. Nein, leider nicht. Da müssen wir mal gucken. Okay, wie schaut's aus mit Flottenverschiebung? Das ist noch nicht so gut. Dann müssen wir mal hier auch gucken, dass ich dann bald noch ein Rathaus hier platziere vielleicht. Vielleicht machen wir einfach hier noch ein Rathaus rein. Decken die Ecke hier auch noch mit ab. Und ansonsten ist halt auch hier wieder Upgrade-Party angesagt. Machen wir mal hier vielleicht nochmal ein bisschen Upgrade-Party. Und hier und hier und hier. Und dann das Buch wieder rein. Bilanz schaut sehr gut aus. Bald 30.000 Einwohner. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann machen wir hier noch eine Straße. Sehr gut. Okay, gucken wir mal. Das passt, das passt. Und jetzt kommen hier die ersten Linienschiffe rüber. Und damit wird natürlich auch hier die Flottenpräsenz nochmal deutlich erhöht. Und dann können wir mal eben schauen. Der hat hier halt wirklich eine dicke Bertha auf die kleine Insel gebaut, ne? Also das ist natürlich sehr unangenehm jetzt. Aber diese Insel hier zum Beispiel, die könnten wir uns locker holen. Das schaut auf jeden Fall mehr als machbar aus. Aber hier auf die kleine Insel, die dicke Bertha, das ist schon frech. Das ist schon sehr frech und leider auch nicht so einfach zu besiegen. Ich brauche halt eigentlich wirklich Linienschiffe. Nicht Linienschiffe, Kriegsschiffe. Um das Ganze kontern zu können. Und vor allem habe ich hier kein Salpeter. Aber das kriege ich ja hier beim Nate. Das könnte ich beim Nate kaufen. Müssen wir mal gucken. Jetzt schaue ich mir aber erstmal die Flotte an hier. Die schaut nämlich jetzt richtig gut aus. Die schaut hier jetzt richtig gut aus. Wir haben hier 3 Schiffe. Wir haben da nochmal 4 Stück. Da können wir auf jeden Fall was machen. Da geht was. Dann können wir uns nämlich bald die nächste Insel holen. Dafür aber erstmal noch hier ein Stück Vorbereitung. Wir bauen noch ein weiteres Rathaus. Mitten ins Industriegebiet. In anderen Spielen würde das auch alleine schon wegen der Nähe der Gebäude zueinander bestraft werden. Hier zum Glück nicht. Da kommen wir noch davon damit. Und dann machen wir hier auch noch eine Straße. Und das Ganze hier so. Hier noch die Verbindung mit rein. Ja, sollte eigentlich passen. Okay, was könnte ich hier noch machen? Das sind alles keine Bücher, die so wirklich gut sind. Da muss ich einfach noch abwarten. Ich habe aber eine sehr gute Bilanz. Das heißt, ich könnte jetzt tatsächlich auch mal schauen, dass ich mir noch weitere Items einkaufe. Mesoanischer Tempel. Nee, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was ist hier los? Hat er hier schon wieder mit seinem Kriegsschiff sich hier genähert? Eieiei, diese Insel, ne? Kostet 600.000 für einen Anteil. Da kommen wir nicht durch. Da komme ich niemals durch. Aber ich könnte mal versuchen, hier zumindest ein bisschen einzukaufen. Hier noch eine Quest. Schauen wir mal. Ein Geschenk. Ja, das nehme ich doch gerne. Am besten noch ein Zootier. Das wäre es jetzt. Am besten noch ein Zootier, ey. Und da oben brauche ich wahrscheinlich irgendein Gebäude. Ja, noch eine Uni. Dann machen wir hier noch eine Uni mit rein. Okay, 122. Das schaut gut aus. 122 Zement auf der hohen Kante. Und es wird munter weiter vorgespult. Was ist hier los? Okay, das ist jetzt nicht so wild. Dann würde ich sagen, wir nehmen diese 8 Schiffe hier. Und schnappen uns mal die Insel hier. Und schnappen uns hier ganz gemütlich die Insel. Um hier auch weiter den Alfonso hier in die Schranken zu weisen. Gucken wir mal. Okay, das kann ich auch noch aufbauen. Hier ist auch Upgrade Party angesagt. Sehr schön. Können wir hier überall ein bisschen was ausbauen. Jetzt muss ich natürlich auch schauen, dass ich hier nachkomme mit der Produktion. Sollte aber eigentlich noch alles im grünen Bereich sein. Nur Arbeitskleidung ist mal wieder kritisch. Genauso wie Brot leider. Und wir haben auch schon wieder zu wenig Stahl.
Okay. Das ist doof. Das ist sehr doof sogar. Konserven sind auch kritisch. Aber auch nur wegen Gulasch. Alles andere passt soweit. Und Brillen funktionieren nicht. Okay. Das heißt, einmal Gulasch. Einmal Gulasch, bitte. Kann ich nicht bauen. Zu wenig Stahl, okay. Zu wenig Stahl liegt aber auch daran, dass wir einen Hochofen zu wenig haben. Also machen wir auch hier wieder eine Versorgung rein. Hier kommt noch die Straße mit einem Lagerhaus. Was ist hier los? Ah ja. Die haben jetzt hier schon Stress angefangen. Dann machen wir den Stress doch weiter. Hier noch ein paar Mörser verteilt. So, es wäre schön, wenn die auch einfach noch hier mit reinschwimmen würden. Machen die aber nicht. Na gut, dann nicht. Was haben wir hier noch? Noch ein paar Mörser. Hier noch den Torpedo mit. Eieiei, da ist aber so viel Zeug an der Küste. Das gibt's ja gar nicht. Na komm, mach kaputt das Zeug hier. Was soll das? Wird jetzt wirklich noch irgendwas? Oh, wir müssen wirklich nochmal zur anderen Seite, oder? Ja, weil er hier noch ein bisschen was gebaut hat. Oh, und das ist auch eine dicke Bertha. Und das ist jetzt ein bisschen unglücklich. Das ist jetzt ein bisschen sehr unglücklich. Denn wir haben jetzt hier genau ein Gebäude zu wenig. Ein Gebäude zu wenig, um hier die Insel einzunehmen. Das heißt, wir werden mindestens noch ein Schiff verlieren wegen der dicken Bertha. Die wird uns wahrscheinlich einfach komplett knechten hier. Das ist ein sehr, sehr, sehr heftiges Gerät. Eieiei. Na gut, das ist es mir wert. Das ist es mir trotzdem wert. Da hat sie schon einmal geschossen. Okay. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Okay. Dann lassen wir auch hier wieder ein Linienschiff zur Verteidigung da. Was haben wir hier bekommen? Wir haben ein Tier bekommen. Das heißt, ich kann meine Zoo-Quest machen. Sehr schön. Und die anderen 5 Schiffe kommen wieder zurück. Und da mache ich hier auch mal irgendwann jetzt den Reparaturkran hier an, wenn es geht. Oh, was ist hier los gewesen? Irgendwo war ein Void. Warum war hier ein Void? Der hat aber auch nicht auf mich geschossen, ne? Habe ich nochmal Glück gehabt. Dachte schon. Kann ich mit ihm irgendwie einen Nicht-Angriffspakt machen? Nee, kann ich nicht. Mit ihr könnte ich mittlerweile einen Nicht-Angriffspakt machen. Können wir hier einen Friedensvertrag aushandeln? Ja. Okay, da müssen wir mal gucken. Ja, bin auf jeden Fall ein bisschen verwirrt, was da hier gerade angegriffen wurde. Oder wo da das Problem lag. Und ich habe Geschütze bekommen. Oh, sehr schön. Die könnten wir gleich mal benutzen. Und dann machen wir hier noch die Bewaffnung mit rein. Falls hier irgendwer auf den Gedanken kommen sollte, die Insel hier anzugreifen. Was ein sehr, sehr schlechter Gedanke wäre. Dann könnte ich nämlich hier mich direkt wehren. Und das ganze Zeug kommt jetzt hier wieder zurück. Sehr schön. Und wir haben einfach noch ein bisschen Zement. Das können wir eigentlich hier lassen. Das ist in Ordnung. Und damit ist die Insel hier jetzt auch erstmal sicher. Wir haben jetzt noch eine Insel hier im Kap, die wir uns auch bald schnappen werden, weil da auch keine dicke Bertha steht, sondern nur 2 Geschütze und ein Kontor. Das heißt, das werden wir uns auch schnappen. Dann haben wir noch hier die kleine Insel und dann müssen wir hier noch ein bisschen scouten. Das könnte ich eigentlich mal mit dem Clipper hier machen. Der hat eh nichts zu tun. Kann er sich auch genauso gut versenken lassen. Und genau. Und was ist hier schon wieder? Habe ich hier eine Polizei vergessen? Ich habe hier eine Polizei vergessen. Okay. Die habe ich jetzt leider sehr unsauber gebaut. Aber mittlerweile sind wir zum Glück sehr gut unterwegs. Was hier die Bilanz angeht. Das heißt, das ist jetzt nicht so das Thema. Apropos Bilanz. Schauen wir mal, was wir hier so einkaufen könnten. Vielleicht noch irgendein nützliches Item, das wir uns hier schnappen könnten, auf die Schnelle. Wir haben ja noch ein bisschen Platz um die eine Handelskammer herum. Nicht der Patissier Patrice, sondern sein Zwillingsbruder wäre hier super gewesen. Damit hätten wir einiges machen können.
Rollen wir noch ein weiteres Mal. Die Schauspielerin wäre zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, die nehme ich einfach mal mit. Viehbäuerin, nee. Kostümbildnerin, ja. Sehr schön. Kostümbildnerin. Statt Baumwollstoff verarbeitet das Gebäude Wolle. Das könnte ich jetzt eben auch hier in der alten Welt nochmal einsetzen. Und dann gucken wir mal. Reiseveranstalterin, nein. Ich bräuchte einfach nochmal den Michel. Der wäre super wichtig. Aber es schaut nicht so aus, als ob der mir gegönnt wird. Komm schon, okay. Ich rolle die 2 Millionen noch runter. Also auf 2 Millionen quasi. Dann habe ich noch genug Spielraum. Schwierig. Eigentlich brauche ich hier wirklich nur die absoluten Top-Items. Sonst ist es einfach zu teuer. Okay, komm schon. Einmal noch. Was haben wir hier? Na gut, komm. Yes, sehr schön. Genau den habe ich gebraucht. Na also geht doch. Es hat sich gelohnt, hier über die Schmerzgrenze hinweg zu gehen. Und wir haben jetzt den Michel bekommen. Das heißt, der Michel kommt jetzt erstmal ins Kap. Statt Gulasch verarbeitet das Gebäude Schweine. Und wir bekommen extra Wurst dazu. Absolutes Top-Item. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch die Kostümbildnerin, mit der wir jetzt Wolle reinbekommen und keinen Baumwollstoff mehr brauchen. Und ach, das ist super. Das ist absolut großartig. Damit kann ich dann halt eben auch hier ganz gemütlich jetzt Felle herstellen. Und das wird uns auf jeden Fall hier einiges ersparen an logistischem Aufwand. Grandios. Grandios. Absolut grandios. Sehr schön. Gut, dann, während ich das hier verschiebe, haben wir hier noch einen großen Aufstand. Und ich kann hoffentlich meinen Einfluss wieder positiv kriegen. So ist es. Sehr schön. Das freut mich. Das freut mich sehr. Damit sind wir wieder im Soll. Und ich höre schon wieder irgendwo Geballer. Was soll das? Irgendwo waren hier schon wieder Kanonen zu vernehmen. Nun ja. Schauen wir mal. Ich brauche auf jeden Fall den Reparaturkran. Das ist eine Priorität. Und dann schauen wir mal. Hier kann ich jetzt auf jeden Fall Items einsetzen. Und zwar die Kostümbildnerin. Und die beiden Sachen hier. Nehmen wir vielleicht noch das legendäre Item mit. Die kommen ins Cup nach Crown Falls. Ich hoffe, das Schiff wird nicht abgefangen. Das wäre ein Jammer. Das wäre wirklich ein Jammer. Und ansonsten schaut es eigentlich ziemlich gut aus. Also, ich muss sagen, wenn wir jetzt hier noch die Kostümbildnerin einsetzen, dann haben wir hier eigentlich schon alles. Dann brauchen wir nur noch ein bisschen mehr Wolle, glaube ich. Machen wir das halt noch schnell hier rein. Hier noch ein bisschen Wolle. Ja, sollte eigentlich passen. Und ansonsten, wo ist unser Schiff? Genau das sollte ich vermeiden. Aber unser Flaggschiff sollte es eigentlich schaffen, da zu entkommen. Ja, alles gut. Glück gehabt. Und hier brennt es und hier gibt es Aufstände und sonst was. Eieiei, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Nun denn, dann haben wir hier noch einen Reparaturkran, der auch dafür sorgt, dass hier die Flotte fit bleibt. Und dann schnappe ich mir bald die nächsten Inseln hier. Denn ich will ja nicht aufhören, hier Gas zu geben. Auf meinem Eroberungszug. Und dann ist alles eigentlich schon quasi angerichtet. Auf dem Weg zum Finale. Gegen den Arthur, der sich hier ganz, ganz, ganz in Ruhe ausgebreitet hat. Aber auch da werden wir bei Zeiten intervenieren. Okay. Da kommt das Buch wieder rein. Hier passt alles soweit. Moment, das hier macht keinen Sinn. Den Brammen können wir viel besser hier gebrauchen. Den lassen wir uns hier auf jeden Fall noch erpressen. Das ist es mir wert. Für die aktuelle Zeit. Um einfach meine Ruhe auch in der neuen Welt zu haben. Da habe ich jetzt überhaupt keine Kapazität, mich da auch noch drum zu sorgen.
Dann machen wir hier noch ein bisschen Platz. Hier noch die Verbindungsstraße außen drum. Und dann könnte ich hier noch gucken, dass ich einmal Messing und einmal Brillen nochmal nachlege. Und dann verbinde ich das Ganze hier auch noch. Dann haben wir hier einfach ein bisschen Platz. Dann sollte hier jetzt auch das Flaggschiff ankommen. Da ist es auch schon. Und jetzt bekommen wir hier ein wirklich, wirklich gutes Item. Und zwar haben wir jetzt hier einen Patissier. Nicht ein Patissier, ein Michel. Das hier kann ich wieder wegmachen. Das brauche ich nicht. Stelle ich hier lieber einmal unter Strom. Und mache hier irgendwo relativ mittig nochmal eine Handelskammer auf. Das ist jetzt doof. Ist da eigentlich genau hier rein noch. Dann machen wir das. Und dann machen wir hier einmal den Michel rein. Und dann... Okay, warte mal. Habe ich nicht hier nochmal... Beeinflusst alle Ziegeleien und Betonwerk. Dann könnte ich hier auch nochmal die Ziegeleien abreißen. Und hier nochmal draufstellen. Und auch das Betonwerk könnte ich hier umstellen. Wo ist denn mein Betonwerk überhaupt? Gucken wir mal. Ich habe ja zwei mittlerweile. Die sind auch hier unter Strom. Weißt du was? Dann war das jetzt ein bisschen zu schnell. Bisschen zu schnell geschaltet. Dann machen wir das hier mit rein. Und ja, ansonsten sollte das eigentlich passen. Damit haben wir jetzt hier auf jeden Fall statt Gulasch Schweine in der Produktion. Dann brauche ich nicht mehr ganz so viel Gulasch. Kann ich das hier auch schon wieder rauskürzen. Und ich habe hier eben nochmal ein bisschen mehr Produktivität für die Betonwerke. Für die Betonwerke. Und dann könnte ich hier tatsächlich auch noch eine Ziegelei mit reinstellen. Die auch noch unter Strom läuft. Und trotzdem sollte eigentlich hier alles in der Produktion aufgehen. Also, Messing passt, Brillen passen. Wir brauchen ein bisschen mehr Kupfer und Zink. Okay, das heißt, da nochmal eine Mine nachlegen. Ich brauche nochmal eine Glühbirnenfabrik. Okay, das ist in Ordnung. Genau, hier, Gulasch brauchen wir gar nicht mehr so viel. Dafür brauche ich wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr Schweinchen. Gucken wir mal, das passt. Ah, Hochofen passt auch. Okay, Schweinchen passen sogar auch. Alles gut. Alles wunderbar. Bis auf Zink und Kupfer. Da haben wir noch eine Mine. Und hier haben wir noch eine Mine. Dann machen wir erstmal hier die Mine fit. Und dann haben wir noch Kupfer. Kupfer da. Und Kupfer auch hier. Sehr schön. Machen wir auch hier nochmal die Kupfermine. Dann scouten wir hier noch den Rest durch. Und ansonsten haben wir eigentlich auch hier schon wieder die Flotte ready. Selbst mit Flaggschiff noch unterwegs. Kann ich mir hier die nächste kleine Insel gönnen. Da fahren wir einfach mitten rein. Und hier kann ich einfach die nächste Upgrade-Party machen. Tada! Sehr schön. Und hier könnte ich dann eigentlich auch schon die Schauspielerin einsetzen. Wo ist denn das Varieté? Da ist das Varieté. Sehr schön. Und damit habe ich eben auch hier den Vorteil, dass die hier direkt mit Konserven und allem versorgt sind. Und ja, da spare ich mir natürlich auch nochmal ein bisschen Produktion. So, jetzt aber. Bumm. Rauf da. Kaputt machen. Sehr schön. Na also, easy peasy. Easy peasy. Nichts verloren. Alles noch gut. Haben wir hier noch Items, die wir mitnehmen können? Feuer, Dings, Brandzeug. Naja. Kann ich nicht mal mitnehmen. Was ist denn das überhaupt? Ach so, das ist ein Beeinflusstgebiet. Okay, whatever. Manche Items muss man, glaube ich, auch einfach nicht verstehen. Also, weiß ich nicht. Muss man jetzt nicht unbedingt verstehen. Okay. Das heißt, die habe ich jetzt schon mal. Dann scouten wir noch hier runter vielleicht. Und dann kommt auch schon diese Insel hier dran. Und dann fehlen uns noch ein paar kleine. Aber das alles in allem sollte dann auch das Kapwald uns gehören.
bis auf die Arthur-Inseln und dann geht's auch schon an die neue Welt. Also, das ist so der Plan. Und dann machen wir hier einfach munter weiter. Solange uns niemand aufhält, ist Weitermachen angesagt. Das Schöne ist halt auch, sobald der Druck hier auch nachlässt, kann ich halt auch die ganzen Schiffe, die halt im Moment noch einzelne Inseln beschützen, beziehungsweise die Kontorgebäude, die so ein bisschen aufgeschmissen sind, die kann ich dann alle abziehen und kann dann anfangen zu rotieren. Und sobald das mal losgeht, kann ich noch in einem ganz anderen Tempo hier zu Werke gehen. Okay, da fehlt Baumaterial, das ist in Ordnung. Apropos, hier haben wir jetzt auch die Möglichkeit, weiter auszubauen. Wie gesagt, die Bright Sands Herausforderung will ich natürlich hier auch noch haben. Machen hier noch ein paar Schweinchen mit rein. Da fehlt noch irgendwo eine Straßenverbindung zum Kontorgebäude. Okay. Und ich kann auch hier ein bisschen ausbauen. Habe ich ein bisschen mehr Lagerplatz noch zur Verfügung. Kann ich hier noch ein paar Depots bauen. Und dann sollte sich hier das Ganze auch langsam füllen. Und dann kann ich hier vielleicht noch ein bisschen Fisch machen. Dann passt das hier. Okay, was brauchen wir hier noch? Brot könnte ich eigentlich von hier rüberbringen. Kann ich mir noch einen Clipper kaufen? Oder auch hier so ein Transportschiff direkt. Dann kann ich nämlich von hier nach dort einfach im großen Stil Versorgungsgüter rüberfahren, die hier im Übermaß produziert werden. Zum Beispiel eben auch so Sachen wie Schnaps. Oder dann gucken wir mal hier weiter. Konserven sind im Moment noch ein Problem. Ah, da muss ich nochmal ein Schweinchen machen, ja. Genau, okay. Und sowas hier und Felle und was haben wir hier noch? Und Kaffee. Dann machen wir das Ganze hier rüber als Versorgungsroute. Natürlich muss ich auch hier wieder ein Limit einstellen, damit mir hier die Sachen nicht komplett hier quasi abgeschöpft werden und die hier überhaupt nicht mehr versorgt sind. Das gilt es natürlich zu verhindern. So. Was ist denn hier eigentlich los? Wieso werden hier eigentlich keine Konserven gemacht? Hör mal. Das ist doch nicht schön. Das ist nicht schön. Was ist hier das Problem? Ich habe hier Konserven, aber Eisen fehlt. Okay, verstehe. Muss man vielleicht beim Eisen noch ein bisschen, nur so ein Ticken, hochgehen in der Produktion. Und dann sollte das auch wieder passen. Ansonsten machen wir hier noch ein Krankenhaus rein, damit das hier passt. Und dann schaut das doch schon ganz gut aus. Dann schaut das doch schon ganz gut aus. Wir haben hier auch Öl, das auch ganz gut laufen sollte eigentlich. Ja. Nö, alles in allem sollte es eigentlich passen. Pelzmäntel kann ich jetzt hier auch zum Konsum freigeben. Müsste ich eigentlich auch genug Produktion haben mittlerweile. Und dann läuft das eigentlich. Dann läuft das Ganze eigentlich richtig, richtig gut. Dann haben wir hier noch die Flotte. Die versammle ich jetzt hier wieder. Und dann können wir uns die nächste Insel holen. Dann bauen wir hier noch ein Schiff nach. Oder sogar zwei. Und dann schaut das schon absolut fantastisch aus hier. Absolut fantastisch. Noch ein bisschen mehr Einfluss. Sehr schön. Wunderbar. Buch wieder rein. 30.000 Einwohner stehen hier auch schon zu Buche. Und dann müsste ich noch mehr Items kaufen eigentlich. Das wäre auch noch eine Option. Hier steht noch mein Schiff geparkt. Haben wir noch eine Insel hier entdeckt. Und auch hier wieder eine dicke Bertha. Der Wahnsinn. Absolut verrückt, was der hier für eine militärische Power auf seine kleinen Inseln packt. Das ist schon ein bisschen verrückt. Aber anders kriegt er sie natürlich gegen uns auch nicht mehr abgesichert. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Und dann würde ich sagen, wir holen uns noch zum Abschluss dieser Episode nochmal eine Insel von der Lady Hand. Und gönnen uns hier einfach nochmal ein bisschen mehr Anteile. Und in der nächsten Episode räumen wir dann noch einmal auf. Holen uns die ganzen kleinen Inseln im Cup.
Und dann kümmern wir uns um die neue Welt. Und machen auch quasi die Lady Hunt noch kaputt. Das ist auf jeden Fall das Ziel für die nächste Episode. Haben wir jetzt schon ein bisschen vorbereitet. Dann können wir dann langsam so richtig in Angriff nehmen. Und da kommt sie auch schon, die Eroberungsflotte. Und uns wurde hier ein Schiff versenkt. Das ist natürlich jetzt sehr schade. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? So, komm, auf geht's. Attacke. Reiner. Und das Wichtige finde ich halt auch, dass die auch immer hier reinfahren. Sonst bleiben die einfach irgendwo stehen. Die sollen hier rein. Die müssen da rein, aber. Okay. Sehr schön. Jetzt geht's. Na also. Na also. Ein Schiff werden wir verlieren. Aber das ist okay. Flaggschiff hier mal wieder untergegangen. Und damit haben wir hier die letzte große Insel von der Lady auch im Cup uns hier nochmal ganz gemütlich geholt. Ein bisschen mehr Schiffe verloren als erwartet. Aber das macht ja nichts. Können wir auch einfach easy hier nachbauen uns wieder. Holen hier quasi. Gulasch lasse ich einfach mehr liegen. Haben wir genug von. Aber Fenster... Die können wir hier auf jeden Fall holen. Und irgendwer erklärt uns hier auch den Krieg. Das müssen wir direkt hier wieder aufheben. Und dann können wir hier auch noch einen Friedensvertrag unterzeichnen. Damit wir wieder ein bisschen länger unsere Ruhe haben. Und das war es dann auch schon von dieser Episode. In der nächsten Folge werden wir hier das Cup fertig aufräumen. Und dann geht es auch schon an die letzten Inseln von der Lady Hunt. Und dann haben wir nicht mehr so viele Gegner. In diesem Sinne, falls wir uns heute nicht mehr sehen sollen, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.